Willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute will ich euch mal die neue MetaTrack Plus App vorstellen. Die ist wie das MetaTrack-Ortungssystem, ehemals auch der Vorgänger Log 300. Der ein oder andere Bestandskunde dürfte die neue App schon ausprobiert haben, aber hier nochmal für die, die die App noch nicht ausprobiert haben. Hier seht ihr auf der linken Seite einmal die alte MetaTrack-App, auf der rechten Seite die neue MetaTrack Plus App. Über kurz oder lang solltet ihr am besten auf die neue umsteigen, weil nur die neue wird weiterhin in Zukunft existieren und auch weiterhin mit neuen Funktionen erweitert werden. Die neue App ist eigentlich komplett neu designt, hat viel mehr Einstellungsmöglichkeiten und als Benutzer kann man da auch viel mehr ändern als früher. Jetzt kann man zum Beispiel auch seine Handynummer und E-Mail-Adresse selber ändern. So, dann öffnen wir die neue App einmal. Geben hier die Zugangsdaten ein, einmal das Passwort, so, dann noch weiter. Hier legen wir wieder diesen vierstelligen PIN fest, den ihr auch schon aus der alten App kennt. Einmal den Tracker auswählen. So, und da sind wir schon auf dem Hauptbildschirm. Man sieht, hier hat sich schon viel geändert. Im Gegensatz zur vorherigen Version ist komplett alles neu designt worden. Wir fangen mal hier bei den Icons hier auf der rechten Seite an. Wenn man hier den obersten anwählt, kann man hier den Kartentyp ändern. Einmal ganz normal. Hier dann einmal Satellit. Und Hybrid ist dann mit Straßennamen. Ist je nachdem, was einem besser gefällt, kann man sich das zurecht ändern. So, dann hat man hier die Möglichkeit mittlerweile direkt Street View mit anzuwählen, aber hier ist das leider gerade nicht verfügbar, wo das Fahrzeug aktuell steht, aber wenn man in einer Straße steht, wo Street View mal durchgefahren ist, dann hätte man auch diese Funktion. So, dann hat man wie immer hier die Verkehrslage, kann man sich mit anzeigen. Hier kann man sich einmal die eigene Position anzeigen lassen. So, da bin ich jetzt zum Beispiel hier bei der Firma Empire und hier ist das Auto. Hier ganz unten der Button. Das ist hier dieses Auto verfolgen. Wenn das Fahrzeug jetzt fahren würde, beziehungsweise der Tracker würde sich bewegen, dann zieht er eine Linie hinter sich her. Man würde sehen, wo ist das Auto losgefahren und wo fährt es wahrscheinlich entlang. So, dann haben wir hier unten, das ist auch neu, einmal Modi. Wenn man da draufklickt, kann man zum Beispiel den Service-Modus hier aktivieren oder den Privatmodus. Privatmodus hat nichts mit Privatpersonen zu tun. Privatmodus ist, wenn man das aktiviert, dann zeichnet das Gerät keine Daten auf. Das heißt keine Fahrten, keine Alarmmeldungen, nichts. Service-Modus ist für die Werkstatt. Was neu ist, ist der Diebstahlmodus. Den solltet ihr tatsächlich nur dann aktivieren, wenn das Fahrzeug tatsächlich gestohlen wurde. Weil dann kriegt ihr für alles, was in der Zentrale passiert, kriegt ihr eine Diebstahlmeldung. Das heißt, wird die Zündung eingeschaltet, kriegt ihr eine Diebstahlmeldung. Wird die Zündung ausgeschaltet, kriegt ihr eine Diebstahlmeldung. Selbst wenn der Tracker ein Firmware-Update macht, nach dem Firmware-Update kriegt ihr eine Diebstahlmeldung. Das ist eigentlich für euch so eine Meldung, dass der Tracker online ist und dass irgendwas da drinnen passiert. Am besten solltet ihr, wenn das Fahrzeug nicht geklaut wurde und auch sonst nichts ist, alle Modis aushaben. So, dann gehen wir einmal wieder zurück. Dann kann man hier oben links sehen, so zum Beispiel die Zündung jetzt aktuell aus ist. Die hier oben rechts sieht man die Batteriespannung. Dann, wenn man hier oben auf die Punkte draufklickt, gelangt man dann zu den Daten vom Fahrzeug nochmal. Man sieht hier die letzte Umschaltung. Wenn man hier draufklickt, kann man hier die Daten vom Fahrzeug einmal ändern. Kann man sich hier das, zum Beispiel die Fahrgestellnummer anzeigen lassen oder ein anderes Foto hinterlegen. Das war halt früher in der alten App nicht möglich, aber jetzt hat man da viel mehr Möglichkeiten. So, dann kommen wir einmal zu den Buttons hier unten. Der ganz linke ist hier die Hauptansicht. Der zweite Button hier, da könnt ihr dann die ganzen Fahrten sehen, die gemacht wurden. Was jetzt auch neu ist, es gibt auch jetzt mittlerweile hier die mit rot markierten, das ist die Zeit, wo das Fahrzeug nicht bewegt wurde, beziehungsweise wo es geparkt hat. Und dann immer dann die Fahrt hier in blau. Wenn man dann da draufklickt, kann man sich die Fahrt einmal hier anzeigen lassen. So. Dann wird hier die Fahrt angezeigt, die hier gemacht wurde. Und was jetzt auch neu ist, man kann das hier, Ganze hier abspeichern
unter einem Namen. Das war vorher nicht möglich. Oder was ganz interessant ist, wenn man hier wieder zurückgeht, da kann man sich mehrere Fahrten zusammenfassen lassen. Könnte man sagen, die drei letzten Fahrten einmal hier zusammenfassen. Dann hat er hier die ganzen drei Fahrten übereinander gelegt. Da würde man sehen, wo war das Fahrzeug die letzten drei Fahrten. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. So, dann kommen wir zu dem nächsten. Das sind hier die Alarmmeldungen bzw. die Mitteilungen, was alles passiert. Hier wurde zum Beispiel einmal Transponder nicht gefunden. Oder wenn jetzt die Alarmanlage auslöst, hätte man hier einen Alarm mit Straßennamen und was da alles passiert ist. Und direkt daneben rechts davon haben wir einmal den Verlauf. Verlauf ist solche Geschichten wie Zündung aus und Zündung ein. Und man könnte sich dann hier direkt auf der Karte auch anzeigen lassen, wo war das eigentlich? So, und nicht mehr wie früher für die letzten 24 Stunden, sondern tatsächlich für die kompletten letzten Tage hat man den kompletten Verlauf, was alles passiert. So, dann kommen wir mal zu dem nächsten. Hier sieht man den Kilometerstand mit GPS errechnet. Man sieht die Batteriespannung, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die mal gefahren wird. Hier kommt man wieder mal zu den Einstellungen über das Fahrzeug, die man hier gesetzt hatte. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt, eigentlich der mitunter interessanteste. Zwar, klar, hier oben bei PIN kann man sich den PIN ändern. Aber was ganz interessant ist, wenn man hier oben einmal auf die Tracker-Bezeichnung klickt, hier kann man seine Daten ändern. Man kann hier seine Telefonnummer anpassen, seine E-Mail-Adresse, Login, das kann man alles ändern. Auch wieder mal ein Foto hinterlegen. So, was auch eine große Erneuerung ist in dieser App, ist einmal hier Benachrichtigungen. Die kann man nämlich hier selber frei festlegen, dass man sagen kann, ich möchte für eine Alarmmeldung zum Beispiel nur eine SMS und keine Push-Benachrichtigung oder keine E-Mail. Das kann man hier alles ganz komfortabel selber einstellen und dann kriegt man auch nur noch die Benachrichtigung, die man wirklich haben möchte. Hier bei Fahrzeuge, wenn man wieder hier drauf geht, dann landen wir wieder bei dem gleichen. Es gibt also mittlerweile also ganze drei Wege, die hier hinführen. So, hier gibt es eigentlich nur so ein paar Informationen zu lesen zu der App, was die alles so kann. So, wenn man möchte, kann man sich hier die erste Einrichtung, die hatte ich vorhin übersprungen, weil ich die App schon mal benutzt habe. Aber hier gibt es so eine erste Einrichtung, die ihr zu Beginn der App einmal schon mal gesehen habt. Die kann man sich ja nochmal angucken, wenn man das irgendwie nicht ganz gelesen hat oder übersprungen hat. So, dann natürlich die Datenschutzeinstellung, was ganz wichtig ist in der heutigen Zeit. Kann man sich hier festlegen, ab welchem Zeitpunkt zum Beispiel die Daten überschrieben werden sollen oder ob das Passwort irgendwie in einem bestimmten Intervall neu gesetzt werden soll. So, die allgemeinen Geschäftsbedingungen natürlich. So, und dann könnt ihr hier unten die Einheit, in der gemessen werden soll, festlegen, Meilen oder Kilometer. Ist für uns wahrscheinlich eher Kilometer interessant. Und das Farbschema kann man sich dunkel und hell machen, je nachdem, was einem gefällt. Das war es eigentlich auch schon zu der neuen App. In Zukunft werden hier natürlich auch weiterhin neue Funktionen hinzugefügt, wie es zum Beispiel die Fahranalyse, die jetzt noch fehlt. Ich denke mal, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die hier mit auftaucht. Aber ansonsten gefällt mir persönlich die App eigentlich schon ganz gut und ich würde auch nur noch die nutzen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben, was euch in der neuen App besonders gut gefällt oder was euch noch fehlt oder welche Funktionen ihr euch wünscht. Aber das war's fürs Erste von mir. Auf Wiedersehen.